Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Battlefront Gaming. Solanta wieder am Start mit einer weiteren Folge Skin-Ideen. Das ist die erste Folge, wo ich praktisch ohne Skript jetzt mal kurz rede, weil sich dafür einfach kein Skript lohnt, sage ich jetzt mal. Wie ihr es im Thumbnail und im Titel vielleicht schon gesehen habt, geht es nämlich um Boba Fett. Vorab nochmal ganz kurz, ich bin immer noch ein bisschen krank, also entschuldigt mir ja, die Stimme ein bisschen, ein wenig, ne? Aber trotzdem wollte ich halt einfach ein Video dazu machen und ja, ich denke, das schaffen wir, oder? vorab, was ich auf jeden Fall nicht als Skin haben will, das sage ich jetzt zuerst, sind zwei Skins. Okay, ehrlich gesagt drei. Einmal junger Boba, ich meine, ich sag dazu jetzt einfach nichts, ja? Nur nein, einfach nein. Was ich auch nicht haben will, ist Jango Fett. Da kann ich schon ein bisschen mehr zu sagen. Und zwar, erstens ist Jango Fett einfach ein ganz anderer Charakter für mich als Boba Fett. Er hat eine ganz andere Waffe, er hat vielleicht auch andere Fähigkeiten. Ne? Also, abgesehen von diesen zwei Blastern, die er hat, hätte er zum Beispiel diese eine Rakete, die er aus dem Jetpack oder wo er sie rausfeuert. Ne? Nicht die Handgelenksrakete, sondern die andere, die man in Episode 2 sieht. Ne? Und ja, generell, es ist einfach nicht Boba Fett, ne? Und ich kann die Leute verstehen, die das wollen, weil Jango Fett ist ein cooler Charakter so, aber ja, an sich will ich einfach nicht, dass Jango Fett Boba Fett ist, so, versteht ihr, wie ich meine? Ja, und wie gesagt, das mit dem Blastern und so wäre auch ein Problem, ne? Abgesehen davon, dass Jango natürlich auch den Flammenwerfer, wie man in Episode 2 auch sieht, ne? Den hat Boba jetzt hier in dem Teil nur als Nahkampf. Ja, das. Nee, ist einfach nicht so. Und der nächste Skin, den ich auf jeden Fall nicht haben will, ist der aus dem Holiday Special. Ne? Also, ja, was soll ich dazu noch großartig sagen? Ja, nix. ich möchte es einfach nicht haben. Ja? Also, jeder, der das Ding mal gesehen hat, der weiß, was das ist. Und da sollte eigentlich kein Skin in Battlefront kommen. Ne? Aber dann fangen wir jetzt auch mal an mit seinen Skins, die ich mir ausgedacht habe. Und zwar wäre dann der erste Skin so eine Art Battle Damage Skin. Das ist jetzt schwer, ein Foto von einzublenden, weil Bobas Rüstung natürlich schon generell ein bisschen, ja, zerdellt ist und so, sag ich mal, zerkratzt. Aber so ein Boba Fett, der ein bisschen noch mehr Battle Damage ist, als er sowieso schon ist, wäre auf jeden Fall echt cool. Man könnte den dann zwischen 5.000 und 20.000 einsetzen, wie ich da es kenne, eher 20.000. Credits, ja, soll ich dazu großartig sagen, man könnte natürlich seine Rüstung ein bisschen mehr zerdellen, sage ich mal, und sein Visier, das er da am Helm hat, ne, könnte man vielleicht so ein bisschen krumm machen oder vielleicht auch ganz entfernen, und so, dass das abgebrochen wirkt, ne. Sein Jetpack könnte man ein bisschen gebrochen machen, so, also das natürlich funktionieren muss natürlich noch, aber dass da ein paar Kratzer, Schrammer alles drin sind. Ja, ansonsten man könnte auch machen, dass ihm so eine von seiner Hose da ein bisschen was ab ist und so. Also da könnte man schon relativ viel draus machen, ne? Ja, vielleicht könnte man es auch so machen wie bei Vader oder bei Phasma, wie man sieht, dass so ein Teil vom Helm abgeschlagen ist und man das Auge sieht. Wäre cool. Ja, aber müsste jetzt auch nicht sein, das mit dem Helm. Aber generell ein Battle Damage Boba wäre gerade auch für Anfänger, denke ich, doch relativ angenehm, ne? Und wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, dass wir hier davon reden, dass man etwas von Bobas Gesicht sieht, kommen wir noch zum nächsten Skin. Das war eine klasse Überleitung. Das wäre dann ein Skin ohne Helm praktisch. Da würde ich dann das Gesicht von Daniel Logan ja, nehmen, sage ich mal. Das Modell auf jeden Fall von ihm, weil er spielt den Boba in Episode 2, also einen Jungen. Dementsprechend sollte sein Gesicht auch so aussehen, wenn er älter ist. Ich blende da mal ein Foto von ein, wie, oder ihr habt schon gesehen, wie er jetzt aussieht. Und ja, wäre auf jeden Fall cool. Den Helm müsste man halt ganz weglassen, ne? Aber es hätte schon was, weil ich meine, Boba Fett ist halt ja, sozusagen der Sohn, sag ich mal, von Jango, ne? Und wenn man ihn dann auch mal ohne Helm sieht, hätte das was. Es ist halt praktisch so, wenn die Offiziere von Battlefront 2 bei der Republik Skins bekommen, dann hat man praktisch gar nicht mehr diese Art Klongesicht, sag ich mal. Und bei Daniel Logan, das würde schon passen, finde ich. Also gerade wenn man da jetzt auf Tatooine ist und man hat mal den Helm ab, sage ich mal, ne, weil in der Hitze und so, wäre auf jeden Fall schon cool. Ja, aber dann sein nächster und auch schon letzter Skin, ja, Boba Fett hat nicht so viele, ist dann sein Prototyp-Skin. Ich habe noch eine Lego-Figur.
Ist auf jeden Fall cool, ne? Also da für jeden, der es nicht weiß, das ist das weiße Design, das ist das Design, was Boba Fett eigentlich haben sollte in Episode 5. Beziehungsweise auch schon 4, da sieht man ja auch kurz in ein, zwei Szenen. Und wäre auf jeden Fall cool, wenn, also ich finde, es gibt davon einen Mod zu Battlefront 2, zu diesem Skin. Und das sieht, boah, das sieht klasse aus, wirklich einfach nur, boah, also ich würde 80.000 Credits, ne, angesetzt, wäre auf jeden Fall, also würde ich machen, vielleicht neue Voice Lines, aber vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, also 80.000 würde ich dafür auf jeden Fall bezahlen, auch wenn es im Endeffekt alles nur weiß ist. Aber das Ding sieht einfach legendär aus, also ich finde, wenn man so rumläuft, so als so eine Art Elite-Sturmtruppler, sage ich mal, auch wenn er jetzt halt ein Kopfgeldjäger ist, ne. Das wäre schon geil, ne? Und dann mit dem Jetpack, wenn das so dieses rot-orangene Dings von sich gibt, ne? Wenn man dann das Weiße da sieht im Kontrast, das wäre auf jeden Fall schon nice, ne? Das war für natürlich seine E3 noch standardmäßig. Also es würde schon richtig klasse gut aussehen, meiner Meinung nach. Auch wenn ich jetzt Leute kenne, die dann sagen würde, boah, ist doch voll langweilig oder so. Aber ich finde, das wäre Hammer. Falls ihr den Skin nicht so gut findet, könnt ihr ja gerne mal ein Video dazu angucken von dem Mod. Vielleicht verlinke ich das euch unten in der Videobeschreibung. Vielleicht auch nicht. Ich hoffe, ich denke dran. Und ja. Aber das war's dann auch mit den Boba Fett Skins. Viel mehr Ideen habe ich jetzt persönlich nicht. Falls ihr noch eine habt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten sieht man sich bei dem nächsten Video von Skin Ideen oder Battlefront 2 Versus oder wo auch immer. Es war jetzt ein etwas kürzeres Video, wie gesagt, aber ja. Ist halt Ober, ne? Und ansonsten sieht man sich dann demnächst wieder. Haut da rein und ciao, Leute!